Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Heute geht es noch einmal separat um unseren LPG-Tank, weil wir von einigen Zuschauern gefragt worden sind, wie wir das gemacht haben. Deswegen wollten wir euch das heute in einem kurzen, kleinen Video nochmal zeigen. So, und zwar, wir haben hier ein ganz normales Gasfach für zwei 11 Kilo Flaschen. Von dieser Sorte waren, wie gesagt, zwei Flaschen drin, die haben wir rausgeholt, haben hier allerdings ein Zwei-Flaschen-System angebracht, das automatisch umschalten kann. Dann haben wir hier hinten, Sebastian muss schon vielleicht ein bisschen zeigen, und zwar haben wir hier hinten Airline-Schienen angebracht, die silbernen hier. Die sind also an mehreren Punkten verschraubt, auf beiden Seiten. Dort werden dann hier diese speziellen kurzen Spanngurte angebracht. Wichtig ist, nach 5500 Kilometer, es darf sich nichts bewegen. Und in Deutschland ist es so, man darf also keine, ich weiß nicht, wahrscheinlich auch in anderen Ländern auch, man darf keine Gasflaschen direkt an der Flasche befüllen. Kann man zwar kaum verstehen, weil ob ich jetzt hier oben tanke durch einen Schlauch, der ja auch zweimal verschraubt ist, wo eine Undichtigkeit auftreten kann, anstatt gleich an der Flasche zu tanken, wo nur eine Möglichkeit ist, wo eine Undichtigkeit entstehen kann, aber ich bin kein Experte, ich muss es nicht verstehen, wir haben es jetzt so gemacht, wie man das eigentlich machen soll. Also haben wir extra, wie gesagt, eine 31 Kilo oder Liter Flasche gekauft. Dort ist auch dieses System hier oben direkt verbaut. Wir werden euch auch alles unten in der Beschreibung verlinken, was wir da gekauft haben. Das hat so ungefähr 300 Euro gekostet. Dann dieser spezielle Schlauch, der ist hier hinten vorbeigelegt, hier oben an den zweiten, an den eigentlichen Tankanschluss. Und zu dem Set gehören dementsprechend die einzelnen Adapter für verschiedene Länder. Deutschland hat natürlich den kompliziertesten von allen, also der sich am schlechtesten drauf montieren lässt. Das ist der von Deutschland, der lässt sich dann außen drauf schrauben. Wenn man dann an die Tankstelle fährt, schraubt man den entsprechenden Adapter einfach hier drauf, schraubt die Zapfpistole da drauf, drückt den Hebel, dann findet ein Druckausgleich statt, also man hört das auch, und dann startet man einfach durch Drücken an der Zapfsäule den Tankvorgang, bis die Flasche voll ist. Dann verändert sich auch hier, kann ich mal kurz hier, diese Anzeige, die geht dann automatisch mit auf grün, wenn sie rot ist. Unsere ist natürlich randvoll. Und wenn die Tankflasche voll ist, also bei 80% ist, schaltet sich das System automatisch ab. Dann schraubt man den schönen Aufsatz wieder ab, macht den Deckel zu, geht bezahlen und dann ist das ganze System fertig. Das allerdings muss abgenommen werden. Also eine normale Gasprüfung muss da stattfinden. Die haben wir allerdings dann nicht gemacht. Man sollte auch darauf achten, neue Systeme laufen ja mit 30 Millibar, unseres läuft noch mit 50 Millibar. Da muss man natürlich gucken, wenn man hier irgendwas verändert, dass natürlich der richtige Druck zuständig ist. Manche machen auch dazwischen noch einen sogenannten, wie nennt sich das, LPG, Gasfilter dazwischen, weil in dem LPG Öle enthalten sein kann. Wir haben also bis jetzt nichts feststellen können, es hat sich auch nichts verändert, weil wir haben so einen Filter nicht dazwischen. Der kostet auch über 100 Euro, glaube ich. Wir haben uns so also einige Sachen durchgelesen und auch im Internet schlau gemacht. Man muss sowas nicht unbedingt haben, deswegen haben wir ihn weggelassen. Wir haben das System, also wie gesagt, auf unserer langen Reise so benutzt. Wir waren auch sehr froh drum, weil wir wollten nicht so viele Gasflaschen tragen, die wir hätten tragen müssen, ne, für einen Monat. Also eine Gasflasche im Winter für 24 Stunden heizen plus den Kühlschrank laufen zu lassen, hält ungefähr 5 bis 6 Tage und dann muss man sie nochmal füllen. Ich weiß nicht, ob das viel oder wenig ist. Ich habe keinen Vergleich für so ein System. Als Reserve haben wir dann noch unsere normale 11 Kilo Flasche, falls es mal nicht reichen sollte, damit wir nicht gaslos sind bis zur nächsten Tankstelle. Ansonsten kann es sein, dass wir Probleme kriegen bei der Gasprüfung, weil unser Kfz-Meister hat gesagt,
das System hier darf sich nicht mit Fingern öffnen lassen, also nicht mit einer Hand öffnen lassen. Da legen die Wert drauf, und da das aber möglich ist bei uns, kann es sein, dass es da Schwierigkeiten gibt. Man kann allerdings hier auch ein Schloss oder sowas hier vorne dran machen, ansonsten müssten wir das nochmal ändern. Das hören wir aber allerdings, wenn wir eine Gasprüfung gemacht haben. Mehr ist es nicht, Einbauzeit war ungefähr eine Stunde. Der Profi, der es eingebaut hat, war ich. Ich habe keine Ahnung, ich habe es trotzdem gemacht. Wichtig ist, dass alles mit Leckspray abgesucht wird. Also ich habe dann Gas drauf gemacht, alles ordentlich nochmal mehrfach mit Leckspray gesucht. Auch während unserer Reise habe ich das nochmal getestet, damit nicht irgendwie durch die Fahrt sich irgendwas gelockert hat oder so. Und bei uns ist alles bombenfest, es riecht nicht nach Gas, unser Gaswarner geht nicht an. Wir verlieren auch kein Gas irgendwie an irgendeiner Anzeige. Also das System ist 3000%ig dicht, nur ob es so zugelassen ist. Sehen wir, wenn wir bei der Gasprüfung waren. Und dann können wir euch das vielleicht nochmal mitteilen. Alle Artikel, die wir hier verwendet haben, werden wir euch in die Infobox einfügen. Wichtig ist, abonnieren nicht vergessen und vielleicht ein Like dalassen. Das war nur ein kleines Video aus unserer kleinen Quarantäne, die wir hier aussetzen. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Tschüss!